Zum Glück aus Osnabrück, präsentiert von der Marketing Osnabrück und dem Sommerjahrmarkt. Vom 26. Juli bis zum 11. August an der Halle Gartlage. Hello again, ich grüße dich. Wenn du an Osnabrück denkst, was fällt dir da als erstes ein? Frieden? Rathaus vielleicht? Neumarkt? Bei den meisten ist es tatsächlich die Maiwoche. Wie sagte es Marketing-Osnabrück-Chef Jan Jansen so schön, wat dem Rheinländer sind Karneval, ist dem Osnabrücker die Maiwoche. Ja, und recht hat er. Ich habe in dieser Folge die wichtigsten Infos zur XXL-Maiwochen-Ausgabe für dich. Die findest du so in keinem Programmheft. Und ich habe schon mal in der Bremer Brücke auf Rädern von Merle und ihrem Bruder Mats Probe gesessen. Die wird nämlich beim großen Seifenkistenrennen dieses Jahr am Start sein. Ich habe mir für diese Folge also einfach mal die Osnabrücker Sahnefiletstückchen rausgepickt. Und was gibt's Neues, Sarah? Das Koppenrad Innovation Center ist eröffnet worden. Das ist in den letzten Jahren im alten Ringlokschuppen am ehemaligen Güterbahnhof entstanden. Das ist da, wo mal die kleine Freiheit war. Von der Straße aus, da sieht man im Moment ja viele Bauzäune und den ganzen Schutt der abgerissenen Gebäude. Etwas weiter hinten, da glänzt dann das Leuchtturmprojekt der Stadt. Es ist nicht nur sehr schick aufgehübscht worden, sondern es ist ein Innovationsforum. Mehr als 15 verschiedene Forschungseinrichtungen und Unternehmen widmen sich dort dem Thema künstliche Intelligenz. In nur 3 Jahren haben Koppenrad Stiftung und Stadt das Projekt realisiert. Ja, da kommt dann unweigerlich die Frage auf, kann Stiftungschef Felix Osterheider da nicht auch mal was für den Neumarkt klar machen? Sie werden lachen, wir werden nicht so ganz selten gefragt, ob wir uns auch anderen Teilen der Stadt widmen können. Das können wir nicht. Wir haben weder die Kapazität noch das Geld. Und darum drücken wir ganz, ganz fest die Daumen, dass das da gelingt. Schade. Aber okay, die Stiftung baut ja am Güterbahnhof auch noch weiter und da entsteht einfach mal ein komplett neuer Stadtteil auf einer Fläche von 30 Fußballfeldern. Im nächsten Jahr soll es die ersten Grundstücke im neuen Lokviertel zu kaufen geben. Idealerweise bewegen wir uns ja zügig, günstig und umweltschonend in Osnabrück fort. Wer aber zum Beispiel keine Bushaltestelle in der direkten Nähe hat, der braucht vielleicht erstmal einen Elektroroller, fährt dann damit zum Bushaltepunkt und dann eben weiter. Dafür braucht man dann mindestens 2 verschiedene Apps, um alle Infos zu bekommen. Bislang zumindest. Denn jetzt gibt's eine App für alle Fortbewegungsmittel in Osnabrück, die OS Mobil App. Die App ermöglicht es, laut Beschreibung, alle Wege nachhaltig zu planen, weil alle Mobilitätsangebote in ihr gebündelt sind. Von Car- und Bikesharing-Anbietern über E-Roller, Busse, sogar Baustellen, Parkplätze bis hin zu Ladesäulen und einer Karte, die in Echtzeit den Verkehr anzeigt. Das ist alles integriert in dieser App. Praktisch und läuft wirklich einwandfrei, zumindest bei meinem kurzen Test. Die App gibt's kostenlos für alle im App Store. Für die Europawahl am 9. Juni braucht die Stadt noch ein paar Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Um die 100 fehlen noch. Durch die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre sind hier nämlich mehr als 132.000 Menschen wahlberechtigt. Und die Stimmen müssen ja auch alle ordentlich ausgezählt werden. Wer nicht bis Juni warten will, um zu wählen, der kann übrigens schon ab dem 29. April per Briefwahl oder im Wahlbüro in der Sedanstraße wählen gehen. Ich sitze auf blanken, ziemlich harten Holzplatten. Um mich herum ist auch alles voller Holz. Vor mir eine Lenkstange und ja, ziemlich simple Bremsen. Ich gebe zu, so eine Holzkiste auf 4 Rädern ist alles andere als bequem. Aber um bequem geht's hier beim Seifenkistenrennen auch überhaupt nicht. Es geht ums selber zusammenbauen, ums Bemalen, ums Miteinander, um große Vorfreude erleben, das Adrenalin beim Start, während die Familie am Rand lauthals anfeuert und darum beim Rennen möglichst nicht zu früh zu bremsen. Am 9. Mai an Himmelfahrt ist es wieder soweit. Dann stürzen sich mehr als 100 kleine und große Piloten den Haus Wörmannsweg vorm Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink runter beim traditionellen Osnabrücker Seifenkistenrennen. Immer mehr Frauen und Mädchen hat in den letzten Jahren das Rennfieber gepackt. Und eine von ihnen ist die 9-jährige Merle. Zusammen mit ihrem Bruder Mats wird sie in der Holzversion der Bremer Brücke den Hang runterpreschen. Also ich bin das 2. Mal dabei, aber eher das 1.
Was sind da so die wichtigsten Sachen? Worauf kommt es da an? Kannst du mir da so ein paar Tipps geben für jemanden, der das noch nie gemacht hat? Also, es kommt darauf an, dass es halt schön aussieht und dass man halt Spaß hat. Wenn man da runterdüst, muss man da irgendwas beachten? Ist das schwierig zu lenken? Also, eigentlich nicht. Wenn man das zum ersten Mal macht, schon. Und am Ende muss man halt ganz doll bremsen. Okay, das Lenkrad, sieht aber irgendwie nicht so aus wie ein richtiges Lenkrad, ne? Ja. Das ist so eine Stange einfach. Die musst du nach links oder nach rechts dann drücken oder ziehen, ne? Drücken. Ja, und die Füße hast du immer auf der Bremse oder lässt du einfach laufen? Also ich habe es nicht gedrückt, nur halt, wenn man durchs Ziel fährt. Und was ist das für ein Gefühl, wenn du dann so schnell die Straße runterdüst? Also man hat halt auch Angst, dass man nicht rechtzeitig bremst und dann durch die Absperrung fährt. Wo kribbelt's überall? Im Bauch. Dein Bruder fährt zum ersten Mal dann dieses Jahr mit dir. Ihr sitzt zusammen hier in der Seifenkiste, ja? Ja. Mats, du fährst zum ersten Mal mit deiner Schwester? Ganz aufgeregt bin ich. Weißt du schon, worauf es ankommt? Ja, auf die Schnelligkeit und auf das Kostüm eigentlich auch. Auf das Kostüm? Weil kommt an, wie man angezogen ist und wie man aussieht. Dann. Wie wirst du denn aussehen? Kannst du mir das schon verraten? Wahrscheinlich als VfL-Fan. Und dann sitzt ihr in lila-weiß gekleidet in einer lila-weißen, in der Bremer Brücke, in der fahrenden Bremer Brücke. Wie cool ist das denn? Ja. Die habt ihr selbst gebaut? Ja. Mit Papa zusammen? Ja. Ohne Papa? Sogar ohne Papa? Papa hat nicht geholfen? Ja. Und Mama auch nicht. Und Mama auch nicht. Wer hat denn geholfen? Burkhard. Der Burkhard, das ist einer der Männer, der im Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink seit Jahren schon mit den Kids die Seifenkisten zusammenbaut. Er ist gerade dabei, uns zu zeigen, wie so ein Ding überhaupt entsteht. Burkhard, du bist hier der Seifenkistenbaumeister quasi, ne? Wie viele hast du schon gebaut hier? Oh, ich weiß gar nicht genau. 20, 30, 40. Also Baumeister, da ist nicht übertrieben, wenn ich das sage. Du überwachst jetzt hier uns ein kleines Grüppchen beim Zusammenbauen der Seifenkiste. Und worauf muss man da so achten? Natürlich müssen die einzelnen Bauteile am richtigen Ort sein, ne? Und man muss zum Beispiel darauf achten, dass die vordere Achse natürlich beweglich ist über die Lenkung. Die hintere Achse ist starr. Dann muss man darauf achten, dass man zum Beispiel die unter die Scheiben richtig fixiert, weil das Holz ist natürlich weicher als das Metall. Das sind so kleine technische Weisheiten, die man dann einfach beachten muss. Welches war deine Lieblingsseifenkiste, die du mal mit den Kindern zusammengebaut hast? Boah, das ist ganz schwer. Gibt's da eine, wo du sagst, so, boah, die war schon richtig super? Also es ist eigentlich immer so, dass man in jedem Jahr hat man so eine Kiste, in die man sich so ein bisschen verliebt hat. Und in diesem Jahr war es halt das Stadion. Da durfte ich gerade schon Probe sitzen. Fantastisch. Das hat auch Spaß gemacht, weil zwei Geschwister daran beteiligt waren. Im letzten Jahr war es eine Nähmaschine. Was ich einfach klasse finde, ist, dass wenn die Kinder mit Ideen kommen, die neu sind, ne? An die wir noch nicht gedacht haben. In diesem Jahr zum Beispiel einen fahrenden Buchladen, ne? Da wäre ich so auch nie drauf gekommen. Und dann lässt du dir einfallen, Mensch, wie können wir das denn bauen? Ja, wir lassen natürlich erstmal die Kinder auch ihrer Fantasie freien Lauf. Und das Wichtigste im ersten Schritt ist eigentlich für uns drauf, dass wir die Machbarkeit überprüfen. Ne? Also es muss ja umsetzbar sein und es muss auch insofern stabil sein, dass die Kinder nicht gefährdet sind, wenn sie damit runterfahren. Ne? Wie erlebst du die Kinder beim Prozess des Bauens? Einfach klasse. Einmal ist es schön, weil man ja eine gewisse Zeit mit ihnen verbringt. Der Bauprozess dauert ungefähr 3 Monate. Die kommen dann wöchentlich einmal vorbei. Spannend ist auch, wenn sie mit Papa oder mit Opa oder Mama kommen, weil das ja auch zwischen den Eltern und Kind oder nochmal so eine gemeinsame Aktion ist, so ein Prozess, der sich da entwickelt. Manche Kinder kommen sehr schüchtern an, weil sie noch nie einen Hammer oder einen Akkuschrauber in der Hand gehabt haben und freuen sich dann darüber, dass sie es da auch irgendwo erlernen. Ne? Andere haben ganz konkrete Vorstellungen, ne, und setzen auch die Bedingungen. Ne? Klar, manchmal setzt bei den Kindern so ein Ermüdungsprozess ein, wenn sie nicht mehr das Gefühl haben, es geht nicht so richtig weiter. Weil gerade der erste Teil, wie jetzt hier, die technischen Voraussetzungen, ist ja ein bisschen stupide. Spannend wird es ja erst, wenn man die Karosserie baut, ne, als was man sie dann haben will, wenn man die farblich gestaltet und so weiter. Was bedeutet dieser Prozess, also das Seifenkiste selber bauen und dann auch das Teilnehmen für die Kinder? Was spürst du da bei den Kindern? Was kommt da so für ein Funke? Welcher Funke springt da so zu dir über? Also ich glaube, dass die Kinder recht stolz sind auf das, was sie da geschafft haben.
Und was ich auch immer wieder merke, ist, dass ihnen auch das Abschneiden beim Rennen sehr wichtig ist. Es gibt ja einen Pokal, ne? Also für die ersten 10, glaube ich, gibt es einen Pokal und dann gibt es eine Medaille. Alleine das dann zu erfahren, ne, da geehrt zu werden und den Pokal in der Hand zu haben, das ist für die Kinder immer noch ein großer Wert. Und dann so viel Publikum noch an der Rennstrecke angefeuert werden. Die ganzen Freunde, die Familie, alle schauen zu und sehen das. Das ist ja wirklich schon der Adrenalinpegel, der ist hoch bei den Kids, oder? Ja, ja, genau. Das, am Renntag, wie ist es da so? Ja, da sind die natürlich nervös, angespannt. Ne, und es ist du denn auch? Viel Trubel. Ja, mittlerweile nicht mehr so, ne? Aber gibt immer Situationen, wo etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Ne? Dann wird man natürlich auch mal nervös oder wenn das Wetter eventuell nicht mitspielt, ne? Weil wir können bei Regen nicht fahren. Aber ansonsten hat sich das mittlerweile so ein bisschen gelegt mit meiner Nervosität. Alle vom Ziegenbrink sind wirklich total engagiert und machen so gut wie alles möglich für die Kids. Sogar ein fahrender Kaufmannsladen steht fürs Rennen bereit. An Seifenkisten ist wirklich alles dabei, was man sich irgendwie nur vorstellen kann, sagt Ziegenbrink-Leiter Carsten Sonnemann. Sehr filigrane Kisten wie das Rathaus beispielsweise, das von einem Modellbauer vor Jahren gebaut wurde in Kooperation mit Kindern und Jugendlichen. Es gibt einen gebrochenen Fuß. Es gibt in diesem Jahr noch eine Gönnergy Energy Drink Dose, die wurde gebaut von jungen Menschen aus der Hauptschule Innenstadt. Alles, was man sich vorstellen kann, kann man auch als Seifenkiste bauen. Das Seifenkistenrennen gibt's jetzt echt schon seit 20 Jahren hier in Osnabrück. Über 2000 kleine und große Piloten sind hier schon den Hauswörmannsweg runtergeflitzt. Das ist einfach ein Stück Osnabrück, sagt Carsten. Ja, dass einfach viele Menschen zusammenkommen, alt, jung. Es gibt was für die ganze Familie, von Bungee-Springen über Hüpfburg, Gastronomie, Wurst, Crepe, was auch immer. Und vor allem das Rennen, eben die 130 PilotInnen, die antreten und Spaß haben. Und genau, Menschen stehen den ganzen Tag an der Strecke und schauen sich das an, weil es einfach schön anzusehen ist und man sieht so viele Kisten. Man kann sich im Fahrerlager umschauen, die Kisten auch nochmal genau betrachten. Und ich glaube, das macht's aus, dass es was zu mitmachen ist, zum dabei sein und für alle. Für alle, ganz wichtig. Das gilt nicht nur für die bis zu 7000 Zuschauer an der Rennstrecke, sondern auch für die Kids, die das Steuer in der Hand haben. Also was mich auch total freut, ist, dass immer mehr Mädchen dabei sind und nicht männlich gelesene Jungen, wie auch immer, sondern dass sich mischt. Das war in der Vergangenheit auch schon anders. Das gleicht sich an und da freuen wir uns auch sehr drüber. Da entstehen dann auch die verrücktesten und buntesten Kisten. Eine von ihnen ist die 10-jährige Mathilda. Bei ihr kribbelt es auch jetzt schon überall, wenn sie nur dran denkt. Meine Mutter hat gesagt, dass man auch 40 Kamm schnell werden kann und da denke ich mir dann schon so, hoffentlich überschlägt das sich nicht oder so. Also mal gucken, wie es wird und dann schaffen wir das bestimmt. Simone, du bist die Mama von Mathilda? Ja, ja? Genau. Also ich wäre, glaube ich, auch echt richtig toll mit aufgeregt. Ja, bin ich auch. Ich bin richtig doll mit aufgeregt. Ich weiß, dass Tempo, auch wenn das bei mir ein bisschen die Nackenhaare hochstellt, kein Problem ist. Also, das werden auch mit anderen Fahrgeräten gerne Tempo gefahren. Aber natürlich bin ich aufgeregt und natürlich bin ich gespannt, wie es läuft und fieber mit und sitze ja gefühlt irgendwie mit drin. Ne? Wird schon alles irgendwie gut gehen. Jede Seifenkiste wird ja vorm Renntag auch nochmal beim Seifenkisten-TÜV gecheckt. In 20 Jahren Renntradition hat es laut Carsten auch noch nie einen schlimmen Unfall oder irgendwelche nennenswerte Verletzungen gegeben. Das große Osnabrücker Seifenkistenrennen an Himmelfahrt. Um 10 startet das Rennen, ab 11 geht's dann los mit dem Familienprogramm. Ja, und einen Tag vorher, da wird schon die Eröffnung der 50. Maiwoche gefeiert. Zum Jubiläum natürlich mit einer XXL-Ausgabe. Also wer das bis jetzt noch nicht mitgekriegt hat, der hat in letzter Zeit wohl kein Radio gehört oder Zeitung gelesen. Es ist das Fest, wo alle zusammenkommen, friedlich miteinander feiern. Es ist die bedeutendste Veranstaltung in der Region und strahlt auch weit darüber hinaus. Alexander Illenseer vom Marketing Osnabrück ist Fan, natürlich, klar. Ab dem 8. Mai heißt es 13 Tage lang Osnabrück genießen, dann darf es hier einfach mal toll sein. Es gibt dann mal nichts zu meckern. Die reiche Unternehmerin steht neben der Reinigungskraft an der Bierbude. Alle freuen sich einfach nur. Über 100 Musik-Acts stehen dann für uns auf den Maiwochenbühnen. In der neuen Maiwoche-App kannst du dir jetzt zum ersten Mal deinen ganz persönlichen Konzertplan zusammenstellen. Also derjenige, der eher auf Schlager steht, kann das auswählen und muss jetzt nicht von Bühne zu Bühne rennen oder wissen, welche Band für Schlager steht, sondern das können wir einsortieren. Das gleiche gilt für Rock oder Pop. Insofern können wir jedem ein individuelles Angebot bieten.
Es war übrigens super easy, so viele Bands und Künstler auf die Bühne zu holen. Es hatten sich 4-mal so viele Künstlerinnen und Künstler für die Maiwoche beworben, als überhaupt spielen können, sagt Jan Jansen von der MO. Er hat mit seinem Team die Bands gebucht. Egal ob Metal- oder Techno-Fan, jeder wird bestimmt was Tolles finden. Mein persönliches Highlight ist Elvana, also Elvis Fronted Nirvana. Also der Sänger tritt wirklich auf wie Elvis, singt Elvis-Lieder und Nirvana-Lieder, mischt das teilweise. Die kommen aus England, haben, soweit ich weiß, noch nie in Deutschland gespielt. Also wir haben angefragt, die haben die Maiwoche bestätigt und haben dann gesagt, okay, wir spielen noch München, Köln, Frankfurt. Das ist auf jeden Fall sehr entertaining und ich hoffe, dass es da voll wird und dass das auch zündet. Ich habe das gesehen, was da in England auf den Festivals los war, wo die aufgetreten sind. Das wünsche ich mir hier auch. Geil. Maiwoche als Location gemeinsam mit München, Köln und Frankfurt in einem Satz. Hätte ich mir jetzt auch so vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen können, dass hier mal wieder so viel Gutes abgeht. Also ich habe auf jeden Fall schon richtig Bock. Auch auf die ganzen herrlichen Fressbuden wieder könnte ich mich einfach mit einer Gabel bewaffnet überall mal ein bisschen durchprobieren. 140 Getränke und Fressbuden gibt's dieses Jahr, vor allem an die Veganer und Veggies wurde dieses Mal ganz besonders gedacht. Außerdem auch total cool, die Eröffnungsrede von Oberbürgermeisterin Pötter wird zum ersten Mal auch von einer Gebärdendolmetscherin übersetzt und beim Konzert von Extra Breit steht sogar eine Frau für eine Deaf-Performance auf der Bühne. Das heißt, sie wird mit ihrem ganzen Körper und Gebärden den Liedtext, aber eben auch die Stimmung der Musik für gehörlose Menschen performen bzw. übersetzen. Wie toll, dass das Angebot insgesamt einfach barrierefreier wird. Sicher ist die Maiwoche schon, sagen die Veranstalter. Letztes Jahr gab es 14 zu Protokoll gebrachte Vergehen, sagte man mir. Ein paar zusätzliche Sicherheitsleute werden dieses Jahr trotzdem eingesetzt. Die sollen dann vor allen Dingen dafür sorgen, dass so ein paar engere Stellen in der City nicht ganz so voll werden. Alles geritzt und ready, also für mich, dich und alle Freunde, die Bock haben, Osnabrücks Schokoladenseite zu erleben. Wir sehen uns auf jeden Fall dort. Falls nicht, schick mir gerne den Biergruß einfach per Mail an osnabrück@dein-stadtpodcast.de. Ich freue mich immer über Post. Ciao, ciao. Deine Sarah. Zum Glück aus Osnabrück. Präsentiert von der Marketing Osnabrück und dem Sommerjahrmarkt. Karussells, gebrannte Mandeln und mehr. Vom 26. Juli bis zum 11. August. Mehr unter osnabrück-erleben.de.